Hey Leute, hier ist wieder der Kai von 10 Pastellen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erst einmal zu Beginn, vielen Dank für über 5000 Abonnenten auf unserem Kanal. Wir sind wirklich unglaublich glücklich, dass wir unsere Community so schnell wachsen sehen können und vor allem dankbar für den freundlichen und konstruktiven Austausch, den wir mit euch haben und den wir auch unter euch beobachten können. Wir nehmen die 5000 Abos als Anlass, ein besonderes Giveaway zu verlosen. Alles dazu erfahrt ihr aber am Ende des Videos. Im heutigen Video geht es um die preisliche Entwicklung von Rolex-Uhren, besonders im Sportstahlbereich, aber eben inzwischen fast über die gesamte Modellpalette hinweg. Ich denke, ihr wisst schon, weshalb gerade jetzt sich so viele damit beschäftigen. Es scheint für Uhrenliebhaber, egal ob jetzt Einsteiger oder nicht, praktisch unmöglich, die begehrten Rolex-Modelle, sei es jetzt die Hulk, eine Daytona natürlich oder auch eine ganz klassische schwarze Submariner zum regulären Listenpreis zu kaufen. Es müssen 10, 20, 50 oder sogar 100% auf den Listenpreis draufgelegt werden, um eine solche Uhr schnell zu bekommen. Aber nicht nur Einsteiger machen sich Gedanken, auch diejenigen mit einem großen oder wachsenden Bestand an Rolex-Uhren kommen ins Grübeln. Klar kommen da Fragen auf wie, werden diese Uhren weiterhin im Wert steigen? Wird der Preis in einem bestimmten Punkt stagnieren? Oder ist es sogar möglich, dass die ganze Rolex-Sammlung innerhalb der nächsten Jahre drastisch an Wert verliert? Es geht hier definitiv nicht um das Realisieren von Gewinnen oder um Rendite mit Luxusuhren, aber ganz einfach um die Tatsache, dass für viele Menschen der Werterhalt eben doch ein wichtiger Faktor und auch Rechtfertigungsgrund für das doch nicht ganz so günstige Hobby eines Uhrensammlers ist. Das Phänomen der schnellen Wertentwicklung der letzten Jahre wird inzwischen von vielen Rolex- und Uhrenliebhabern allgemein als Blase bezeichnet. Von einer Blase oder Spekulationsblase spricht man streng genommen übrigens, wenn der Marktwert von bestimmten Gütern weit über ihrem echten oder inneren Wert liegt. Da aber im Bereich Uhren der echte Wert vor allem bei Rolex zu einem großen Anteil an das Marketing geknüpft ist und somit relativ schwer messbar, sprechen wir hier von dem, was allgemein so als Blase verstanden wird. Und zwar ein mehr oder weniger starker Anstieg über eine bestimmte Zeit mit einem Platzen der Blase und damit anschließenden starken Wertverlust in kurzer Zeit. Und weil in der Vergangenheit Blasen oftmals mit einem sehr schnellen Wachstum einhergingen, so wie beispielsweise die Rolex-Modelle mit teilweise 30% allein im letzten Jahr, wird eben hier oft von einer Blase gesprochen. Gekoppelt mit der Vermutung, dass diese irgendwann platzen könnte und somit der Wert vieler Modelle innerhalb kürzester Zeit signifikant fällt. Und das würde vielen, nebenbei bemerkt auch inklusive mir, natürlich überhaupt gar nicht gefallen oder sogar massiv finanziell schaden. Wir möchten in diesem Video vor allem eins erreichen. Dass ihr als Zuschauer so schnell wie möglich versteht, was für die Rolex-Preisentwicklung wichtig ist und für euch selber einschätzen könnt, wie sich diese Preise in Zukunft entwickeln. Und genau deswegen haben wir für euch 3 Kontra- und 3 Pro-Argumente für das Platzen der Rolex-Blase zusammengefasst. Danach kommt unsere persönliche Einschätzung zu dieser Thematik mit einer vorsichtigen Prognose, wie es in Zukunft mit Rolex weitergehen könnte. Genau diese Einschätzung würden wir im Übrigen auch sehr, sehr gerne von euch hören. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns schon jetzt auf eine angeregte Diskussion. Fangen wir mit den Pro-Punkten an. Die erste Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, was muss eigentlich passieren, damit die Preise von Rolex-Uhren fallen? Und die allgemeine Antwort darauf lautet, das Verhältnis von Nachfrage und Angebot müsste sich dahingehend verändern, dass entweder die Nachfrage sinkt oder eben das Angebot steigt. Kommen wir also zu unserem ersten Pro-Punkt, dass die Blase bald platzen könnte. Die Popularität von Rolex-Uhren könnte abnehmen. Es gibt leider von Rolex keine offiziellen Statistiken, allerdings von der Richemont-Gruppe, zu der Marken wie A. Lange & Söhne, IWC, Jaeger LeCoultre, Panerai, neben vielen anderen zählen. Und diese Statistik zeigt, wir befinden uns zurzeit auf dem Hochpunkt der Nachfrage. Seit 2008 haben sich die Umsätze von Richemont verdoppelt. Wir können davon ausgehen, dass die Nachfrage auch bei Rolex in den letzten Jahren stark, vielleicht sogar noch deutlich stärker gestiegen ist. Einerseits einfach mit dem Wissen, dass Rolex definitiv und ohne Zweifel die beliebteste und bekannteste Uhrenmarke ist. Andererseits auch aus der subjektiven Wahrnehmung heraus. Also zumindest ich habe das Gefühl, dass heute sehr, sehr viel mehr Leute jetzt eine Rolex tragen, inklusive mir übrigens, als noch vor 3 oder 4 Jahren. Eben vor allem auch Leute ohne ultra hohes Einkommen. Diese hohe Nachfrage nach Luxusgütern ist natürlich auch teilweise durch die Darstellung in sozialen Medien in den letzten Jahren angeheizt worden. Das löst dann auch vermehrt den Wunsch aus, diese Luxusgüter, die man ständig sieht, selbst zu besitzen.
Allerdings unterliegen Trends auf sozialen Medien auch extremen Schwankungen. Sollte die Darstellung von Luxus, vor allem dem eigenen Luxus, nun bald nicht mehr der Way to go sein, wirkt sich das dann eben auch auf die allgemeine Nachfrage aus. Pro Punkt Nummer 2, dass die Blase bald platzt. Die Leute weichen auf andere Marken aus, weil die langen Wartezeiten oder hohen Preise für Frust sorgen. Möchtest du als Einsteiger in der Uhrenwelt gerne eine Rolex Daytona oder auch eine klassische schwarze Submariner haben, dann heißt es jetzt, entweder eine gute und auch teure Beziehung mit einem Konzessionär aufbauen, was übrigens für Leute, die Uhren sammeln wollen, definitiv Sinn macht, denn teuer wird es so oder so. Und auf die Uhr eben dann noch einige Jahre warten oder eben den Aufpreis bis über 100% mehr zahlen, um die Uhr sofort kaufen zu können. Für viele Leute ist beides keine Option und mit steigenden Preisen gibt es immer mehr Leute, die sagen, okay, wenn Rolex mir keine Uhr verkaufen möchte, dann kaufe ich mir eben eine andere Uhr. Schließlich gibt es qualitativ sehr hochwertige Uhren mit besserer Verfügbarkeit, zum Beispiel von Omega, IWC, Breitling, um nur ein paar zu nennen. Eben wegen schnellen Trendwechseln könnte so eine Stimmungsschwankung auch recht flott vonstatten gehen. Beispielsweise, wenn große Influencer, egal ob jetzt auf YouTube, Instagram oder auch in Uhrenforen oder Blogs, diese Meinung äußern und somit ihre Community dazu anregen, eher andere Uhren zu kaufen. Pro Punkt Nummer 3, dass die Blase bald platzt, ist die nächste Wirtschaftskrise. Zuletzt gekracht hat es bekanntermaßen vor über 10 Jahren. 2008 war die letzte weltweite Wirtschaftskrise. Der erste Markt, der von solchen Krisen natürlich betroffen ist, ist der Luxusmarkt, zu dem eben auch Rolex zählt. Viele behaupten, eine neue Wirtschaftskrise sei längst überfällig. Ich persönlich höre zumindest eines von Gesprächen mit Kunden oder Bekannten von mir, und zwar, dass Firmen jetzt gerade anfangen, größere Aufträge statt auf 2020 eher auf 24 oder 25 zu schieben, und sie drosseln somit ihr Volumen für die kommenden Jahre. Potenziell also ein Anzeichen, dass das bisher starke Wachstum nun zumindest etwas abflacht. Fakt ist, bei der nächsten Krise wird die Nachfrage nach Uhren von Rolex massiv fallen und vor allem Leute ohne Riesenvermögen werden sich praktisch gar keine Luxusgüter mehr kaufen und vorhandene Luxusgüter vielleicht auch verkaufen. Das hat eine Reduzierung der sofort kaufbereiten Kunden zur Folge und somit wird es wieder einfacher werden, begehrte Uhren zum Listenpreis zu bekommen. Das führt dann letztendlich dazu, dass Leute nicht mehr bereit sind, so viel Aufpreis für die Uhren auf dem Graumarkt zu zahlen. Nachdem wir nun die wichtigsten Pro-Punkte angesehen haben, wieso die Blase platzen könnte, kümmern wir uns nun um die Punkte, die da eben dagegen sprechen, dass es eine Blase ist oder dass diese Blase bald platzt. Kontrapunkt Nummer 1, China. Laut einer Studie, und den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung rein, fußt der globale Luxusmarkt zu einem Drittel auf der chinesischen Nachfrage. Bei einer geschätzten Produktion von ungefähr 1 Million Rolex-Uhren im Jahr müsste man kein einziges Rolex-Modell in den USA oder in Europa verkaufen. Die Nachfrage in Fernost übersteigt die Produktion alleine schon bei weitem. Und genau das ist ein ziemlich interessanter Punkt. Wir wissen nicht, wann die Wirtschaft wieder ins Strauchen kommt, aber Fakt ist, nur weil es in Europa oder den USA wirtschaftlich bergab geht, muss das für den asiatischen Markt noch lange nicht das Gleiche bedeuten. Was ich damit sagen möchte ist, es wird immer, egal wie schlecht die Wirtschaft aussieht, genug Menschen geben, die sich trotzdem noch eine Rolex kaufen möchten. Abgesehen natürlich von der absoluten Apokalypse, aber ich glaube, dann haben wir eh komplett andere Probleme. Und das spricht dann eben gegen den schnellen und starken Wertverfall der Uhren. Kontra Nummer 2, Rolex muss segmentiert werden. Viele betrachten Rolex als Gesamtheit, vergessen aber, dass wir auch hier eigentlich nochmal segmentieren müssen. Ich würde dabei erst einmal in aktuelle Kollektionen und Vintage aufteilen. Beim Thema Vintage ist ein Kontraargument gegen das rapide Abfallen der Preise ganz einfach der Punkt, dass es ja die Uhren nur begrenzt gibt und auch keine weiteren mehr produziert werden. Das heißt, die Anzahl der verfügbaren Uhren wird nicht steigen, sondern eher leicht abfallen, denn auch eine Rolex geht hin und wieder mal kaputt oder verloren. Dazu kommt die Tatsache, dass viele Vintage-Uhrenbesitzer, egal welcher Marken, doch eher Veteranen im Thema Uhren sind. Das heißt, die Kaufentscheidungen wurden potenziell eher bedacht getroffen. Und das heißt wiederum, dass Vintage-Uhrenbesitzer potenziell eher weniger wahrscheinlich gezwungen werden, sage ich mal, ihre Uhren dann wieder zu verkaufen, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Oder eben erst ihre Nicht-Vintage-Modelle verkaufen, weil die natürlich wissen, wenn ich jetzt meine Vintage-Uhr verkaufe, dann sehe ich die unter Umständen nie wieder. Das ist übrigens allgemein bei allen Rolex-Modellen so ein bisschen Punkt. Bei den aktuellen Uhren müssen wir auch nochmal segmentieren. Klar, es gibt die berüchtigten Sportstahlmodelle, wo die Nachfrage teilweise zigtausendfach über dem Angebot liegt. Es gibt aber auch weniger nachgefragte Modelle. Angefangen bei klassischen Stahlmodellen wie der Datejust über Two-Tone-Varianten bis hin zu den vollgoldenen Modellen und der Cellini-Kollektion.
Die meisten, unter ihnen auch praktisch alle Einsteiger im Bereich Luxusuhren, stürzen sich bekanntermaßen eben erstmal auf die Sportstahlmodelle. Diese sind alltagstauglich, jedem bekannt und eben zum Listenpreis auch am günstigsten. Bekommt man kein Sportstahlmodell, dann wechselt man, wie vorher erwähnt, entweder die Marke oder man erwägt den Kauf einer weniger nachgefragten Uhr direkt von Rolex. Die Two-Tone Sportstahlmodelle und auch Datejusts, Oyster Perpetuals und so weiter aus Stahl sind auch heute noch relativ gut verfügbar. Und das ist tatsächlich sogar wahrscheinlich. Viele Leute, mit denen wir reden, wollen eben einfach erstmal eine Rolex und nicht irgendeine Uhr und zahlen dann beispielsweise lieber etwas mehr für eine Two-Tone Rolex, als Geld zu sparen und sich dabei eine andere Uhr zu kaufen, die sofort verfügbar ist. Somit hat sich die Nachfrage inzwischen praktisch auf die gesamte Rolex-Palette verbreitet und es scheint einen klaren Zusammenhang zwischen der Nachfrage von beliebten und weniger beliebten Modellen von Rolex zu geben. Diese Verteilung der Nachfrage macht einen plötzlichen Abfall der Preise auch bei den aktuellen Uhren weniger wahrscheinlich. Was eher möglich ist, ist zum Beispiel eine Stagnation oder ein Rückgang und damit sind wir direkt beim letzten Kontrapunkt gegen das Platzen einer Rolex-Blase und das ist Rolex selber. Das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt. Man sollte natürlich nicht von den vergangenen auf zukünftige Ereignisse schließen, aber wir sollten uns trotzdem die preisliche Entwicklung von Rolex von Uhren in der Vergangenheit ansehen. Wir haben dafür eine sehr, sehr interessante Seite gefunden. Auf der Rolex-Modelle, deren Wertentwicklung zwischen 1994 und so ungefähr 2016 sowie der direkte Vergleich zum DAX in Prozent aufgeführt sind. Diese Seite verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. Wir haben hier die Statistiken von der sehr beliebten Submariner, der Datejust und der eher weniger gefragten Explorer genommen. Und auffällig ist, Rolex war laut diesen Daten in den letzten 25 Jahren ziemlich krisensicher. Zu Zeiten der Krise, in denen der DAX teilweise um bis zu 70% gefallen ist, haben sich sowohl die Explorer als auch die Datejust oder die Submariner solide im Wert gehalten oder sogar weiter erhöht. Ein drastischer Abfall kam in den letzten 25 Jahren nicht einmal vor und soweit wir wissen auch davor nicht. Doch was hat Uhren von Rolex bisher so unempfindlich gegenüber Krisen gemacht? Die Antwort ist die clevere und langfristige Strategie, die Rolex fährt. Im Übrigen so konsequent wie kaum ein anderes Unternehmen. Dazu aber in einem anderen Video noch mehr. Rolex kontrolliert wie keine andere Uhrenmarke und vielleicht wie überhaupt gar keine andere Marke überhaupt Angebot und Nachfrage auf allen ihnen verfügbaren Wegen. Rolex ist eine Stiftung und es sitzen deswegen keine Aktionäre oder Gesellschafter hinter der Marke, die in einem bestimmten Quartal zum Beispiel gewisse Umsatzziele erreichen möchten. Rolex handelt stattdessen extrem langfristig und soll gerüchteweise übrigens liquide genug sein, um den kompletten Betrieb für fast 10 Jahre aufrechterhalten zu können, ohne dabei nur eine einzige weitere Uhr zu verkaufen. Länger also als jede bekannte Krise bisher anhielt. Das heißt, dass diese Firma Krisen einfach und ziemlich bequem aussitzen und somit langfristige Entscheidungen treffen kann. Während viele andere Marken beispielsweise Restbestände auf den Markt werfen oder zu Krisenzeiten schnell schon produzierte Uhren abverkaufen, gab es bei Rolex noch nicht einmal die Situation, in welcher der Markt mit einem bestimmten Modell geflutet wurde. Rolex geht im Gegenteil sogar noch einen Schritt weiter. Von mehreren meiner Partner im Bereich Grauhandel habe ich mitbekommen, dass Rolex in den Zeiten zurückgehender Nachfrage in der Vergangenheit sogar die überschüssigen Uhren von den Händlern wieder zurückgekauft hat und diese somit eine sehr bequeme und schnelle Möglichkeit hatten, liquide zu bleiben, sodass die Konzessionäre eben die Uhren nicht schnell auf den Markt werfen mussten. Das Angebot wird also der Nachfrage bis zu gewissen Grenzen angepasst und kann theoretisch immer unter der Nachfrage gehalten werden, was das Platzen einer Blase, ob es nun eine ist oder nicht, eher unwahrscheinlich macht. Okay, das waren jetzt, glaube ich, viele und hoffentlich interessante Infos für euch. Wir hoffen, dass ihr jetzt einiges an Infos habt, um euch selbst eure eigene Meinung bilden zu können und den Markt auch einschätzen zu können. Jetzt wollen wir euch aber an dieser Stelle noch unsere persönliche Meinung mitgeben und an dieser Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Es ist, wie gerade erwähnt, nur unsere persönliche Meinung und auf gar keinen Fall eine Handlungsempfehlung. Und um das Ganze wirklich schnell jetzt auf den Punkt zu bringen, wir denken, es gibt nicht wirklich eine Rolex-Blase und auch, dass diese nicht platzen wird. Massive Preisrückgänge werden wir bei Rolex, denke ich, nicht sehen. Was wir denken, ist, dass die Preise zu einer bestimmten Zeit vielleicht stagnieren oder leicht zurückgehen werden, eventuell im Rahmen von ungefähr 10 Prozentpunkten oder so. Dass wir aber in absehbarer Zeit beispielsweise jetzt eine Halt wieder für 8.000 Euro auf dem freien Markt kaufen können, halten wir zumindest für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die meisten unserer Kollegen aus dem Uhrenbereich sehen das genauso. Der Grund für diese Annahme ist eben, dass Rolex den Markt stark unter Kontrolle hat. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das wird aber aller Wahrscheinlichkeit eben in Zukunft auch so bleiben.
Den Fall natürlich ausgenommen, dass die Wirtschaft wegen des großen Konflikts komplett außer Kraft gesetzt wird. Rolex hat in der Vergangenheit mit seiner sehr konsequenten, aber geradlinigen Vorgehensweise bewiesen, dass sie sich nicht von wirtschaftlichen Ereignissen aus der Ruhe bringen lassen, und diese langfristige und unabhängige Handlungsweise wird vermutlich auch in Zukunft für eine große Wertstabilität der Uhren sorgen. Bevor wir nun zur Verlosung kommen, wollen wir jetzt noch eure Meinung wissen. Was ist eure Prognose für die Zukunft der Wertentwicklung von Uhren aus dem Hause Rolex? Schreibt es uns unten in die Kommentare, wir sind schon jetzt ganz gespannt auf eine angeregte und konstruktive Diskussion. Jetzt wie versprochen zum schönen letzten Punkt. Danke nochmal für über 5000 Abonnenten. Und diese Zahl möchten wir mit euch mit dem Giveaway der ganz besonderen Art feiern. In Partnerschaft mit steelwonder.de verlosen wir eine Weltkarte, die mithilfe von Lasertechnik direkt in Deutschland hergestellt wird. Und das Kunstwerk, das könnt ihr dann mit einem ausgeklügelten Magnetsystem an eurer Wand befestigen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sören von Steelwonder. Der Gewinner darf sich sowohl die Maße zwischen 100 und 200 cm Breite sowie das verwendete Material, zum Beispiel Edelstahl, Zink und noch einige weitere komplett frei heraussuchen, und wir geben den Gewinner in 14 Tagen, also am 19. Mai, bekannt. Jeder von euch bekommt außerdem mit dem Gutscheincode 10PASS10 einen Rabatt in Höhe von 10% auf alle Weltkarten und alle Skylines im Shop von Steelwonder. Um teilzunehmen, müsst ihr nur zwei Dinge tun. Erstens, ihr müsst Abonnenten unseres YouTube-Kanals sein, also wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt kurz unten auf den Abo-Button. Und zweitens, ihr müsst in den Kommentaren eure Meinung zum Thema Rolex-Blase dalassen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns gerne auch gleich auf Instagram folgen, um noch öfter von uns zu hören. Das war's auch schon wieder. Jetzt wünsche ich euch viel Glück bei der Verlosung und vor allem noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.